Form, ich bin bereit. Jagen Sie um, ich bin bereit. Jederzeit, ich bin bereit. Auf geht's, SpongeBob! Mein nächster Song trägt den Titel Streifenpullover. Den grün-grauen Streifenpullover lieb ich an dir. Sein Rollkragen ist so elegant und so charmant. Und wenn dann du ihn trägst, ist das ein besonderer Pullover. Wow! Sieh dir nur diese Hochglanzbilder eines höheren Lebensstandards an. Der da ist so reich, dass er einen Swimmingpool in seinem Swimmingpool hat. Und der da hat Schuhe an. Octavius Rex, bekannt als groß, gebräunt und gut aussehend. Miep. Meine Güte, weißt du, was das hier ist? Eklig. Nein, das ist die Fruchtblase. Wir sehen uns den Embryo an. Zwillinge. Aber leider wird es immer offensichtlicher. Ich kann es nicht länger bestreiten. Ich bin klein. Renn davon wie die anderen auch. Niemand will einen Freund, der so hässlich ist wie ich. Aber natürlich. Da geht's einem doch mit seinem eigenen Aussehen gleich viel besser. Mach ne Fliege. Hier ist es ein bisschen zu hart für dich, kleiner Schwamm. Zu hart für mich? Das ist ja wohl lächerlich. Letzte Woche habe ich mir einen Zeh angestoßen, als ich meinen Kräutergarten bewässert habe. Und ich habe nur 20 Minuten lang geheult. Weißt du was, Kleiner? Ich glaube, dass du da drüben besser aufgehoben wärst. Weicheischuppen Junior? Soll das heißen, ich gehöre in den Weicheischuppen Junior? Oh, Entschuldigung. Ich habe eigentlich auf den Laden daneben gezeigt. Super Weicheischuppen Junior? Ja. So, die brauche ich auch nicht mehr. Summ, 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 summ. Er hat seine Hose ausgezogen. Ich gebe ihm eine Woche. Ich gebe ihm 11 Minuten. Patrick, ganz traurig. Er ist nicht da. Kein SpongeBob mehr. Nie mehr. Ach, endlich habe ich ein ruhiges Plätzchen gefunden. Für mich ganz. Allein. 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 Und was machst du hier? Tja, ich hab was. Und wieso ist der Burger-Tresor offen? Oh, weil ich dachte. Und wieso hältst du einen Burger hinter deinem Rücken? Nein. Und wieso bist du so schrecklich nervös? Und wieso schwitzt du so stark? Und wieso siehst du so hungrig aus? Und. Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das ist alles ein Missverständnis. Das musst du mir glauben. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst mir glauben, SpongeBob. Du stehst auf Krabbenburger, alter Schwertfisch, oder? Vielleicht muntert dich eine Geschichte auf. Sie heißt der hässliche Blaubarsch. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Das war jetzt keine große Hilfe. Meine Krone ist ein Symbol meiner königlichen Autorität. Naja, und ganz unter uns, mein Haarwuchs geht langsam zurück. Ach, euer Hoheit, ich bin sicher, dass ich jemand gehört. Glatze, Glatze, Glatze! Meine Augen! Moment, er war also am Telefon und im Bus auch? Aber wer war das mit den flackernden Lichtern? Nosferatu! Tod leben, tot leben, tot leben, tot leben, tot! Patrick! Moment, ich hab gar keinen Speicher. Was tun? Genau, der Speicher! Sind Sie nicht Patrick Star? Jupp. Und das ist Ihr Ausweis? Jupp. Ich habe diesen Ausweis in dieser Brieftasche gefunden. Und in diesem Fall muss das hier dann Ihre Brieftasche sein. Das ergibt irgendwie einen Sinn. Nehmen Sie sie. Das ist nicht meine. Du Kreuzkopf, du nimmst jetzt das Ding oder ich reiß dir die Arme aus. Gary, du isst jetzt deinen Nachtisch auf, weil der nämlich lecker schmeckt. Es ist mir eine Ehre, Sie zu bedienen. Kann ich noch etwas Salz haben? Salz ist ausgegangen. Könnte ich Sie nachsehen? Nö. Was ist am besten, die Korallenbällchen oder die Nacho-Austerschalen? Beides schrecklich. Was hätten Sie denn gern? Was ist mit den Taschenkrebsringen? Sind die gut? Nein.
Was darf's dann sein? Tja, was halten Sie denn von den Seetangfritten? Sir, das bringt uns alles nicht weiter. Ich hasse alles auf dieser Speisekarte. So ein Schwachkopf. Wie meinen? Sie haben die Mayonnaise vergessen. Zu gütig. Seht sie euch an, wie sie dieses Dreckzeug fressen. Ist das ekelhaft. Die sind doch alle krank. Erstens die Lichter, dann das Telefon und die Wände sondern grünen Schleim ab. Moment mal, falscher Film. Das ist keine normale Durchschnittsdunkelheit hier. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Pardon, die Herren. Ihr zwei scheint wohl zu vergessen, wer alle anderen besiegen wird, meine Schnecke. Patrick, das ist ein Stein. Ja, danke, das weiß ich auch. Er hat Nerven aus Stahl. Hey, du denkst wohl, du stehst über mir. Ich glaub das einfach nicht. Meine reinrassige 1.700-Dollar-Schnecke verliert gegen einen Stein. Keine Angst, ich weiß doch, wie viel dir der Sieg bedeutet hätte. Also habe ich deinen Namen eingravieren lassen. Ach, mein guter, danke. Der Siegerpokal beim Schneckenchampionat überreicht an Thaddäus Tortellini? Drei Wünsche? Ich wünschte, wir hätten das früher gewusst. Jetzt habt ihr noch zwei Wünsche übrig. War ein Klacks. Guten Morgen, Krabbencrew. Hey, Patrick! Alles klar für unseren großen Abend heute? Ja, da steppt der Bär. Heute drehen wir richtig durch. Alles klar, ich höre schon Stimmen. Bist du bereit für die... SpongeBob, Patrick, geht's eigentlich noch? Neues Leben, Straße 304, Thaddäus hier. Guten Tag, städtische Tierklinik. Wir sind benachrichtigt worden, dass sich ein sterbendes Tier in Ihrem Haus aufhält. Du Psychoschwamm, willst du mich eigentlich ins Irrenhaus bringen? Nein, bloß in das Loch rein. Ein Krabbenburger, extra Zwiebeln. Eine Quasselbude kommt sofort. Erst Brötchen, dann Boulette, gefolgt von Ketchup, Senfgürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse, Tomate und Brötchen in dieser Reihenfolge. Eine Quasselbude fertig. Salatsauce! Das ist doch bloß so ein blöder Brocken. Das ist eben nicht bloß ein Brocken. Das ist ein Fels, ein Fels, ein Fels. Das schmeckt ja wie Spülwasser. Das ist Spülwasser. Puh, hab ich einen Durst. Das löscht auch extremen Durst. Mr. Krabs ist unfair. Und da drin, da ist er. Der Monopolkapitalist mit Haut und Haaren, er uns frisst.